Heute geht es um die Europäische Union und die großen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Diese Themen sind nicht nur politisch, sondern betreffen uns alle direkt. Schauen wir uns an, wie unterschiedlich die wirtschaftliche Lage in Europa sein kann. Während Länder wie Deutschland und die Niederlande florieren, kämpfen andere wie Griechenland und Spanien mit Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit. Diese Unterschiede belasten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch unsere gemeinsame Solidarität. Ein weiteres zentrales Thema ist die Migration und die Flüchtlingskrise. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft, denn es geht um Menschen in Not, die Schutz suchen. Doch die Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten darüber, wie wir gemeinsam handeln sollten, bringt unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur Bewältigung von Krisen in Bedrängnis. Und dann ist da der Brexit. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat tiefe Spuren hinterlassen. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Konsequenzen, sondern auch um die Frage, was Europa als politische Einheit bedeutet und wie stark wir wirklich sind, wenn es darauf ankommt. Die Umwelt- und Klimapolitik ist ein weiteres Thema, das uns alle betrifft. Die EU hat ehrgeizige Ziele im Kampf gegen den Klimawandel, aber die Umsetzung ist eine echte Herausforderung. Wie schaffen wir es, die Umwelt zu schützen, ohne unsere Wirtschaft zu gefährden? Diese Frage betrifft nicht nur uns heute, sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder. Und schließlich die Bürokratie und das Demokratiedefizit. Viele von uns fühlen sich von den Entscheidungen in Brüssel entfremdet, als hätten wir wenig Einfluss darauf. Wie können wir sicherstellen, dass die EU transparenter und demokratischer wird, damit wir uns alle mehr einbringen können? Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen. Aber wir können sie bewältigen, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam nach Lösungen suchen. Die Zukunft Europas betrifft uns alle, egal wo wir leben oder was wir tun. Lassen wir uns informiert bleiben und uns gemeinsam für eine starke, solidarische Union einsetzen. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich darauf, mit dir zusammen die Zukunft Europas zu gestalten. Im Einklang singen wir das Lied der Freiheit. Für immer vereint, durch jede Zeit. Patriotismus, unser Fels in der Brand.